Hallo, wir beobachten jetzt gerade die Schmetterlinge in ihrer schönsten Phase. Nein, ich mache heute mal ein Glitch-Video, denn man kann sich hier in die Wand reinglitschen, wenn man die zwei Inklinge hier vorne, wo der eine Mary Squidmas sagt, da muss man die ganze Zeit glitschen, bis man hier reinkommt. Und ich habe es geschafft und jetzt werde ich euch zeigen, was Cooles damit abgeht, was man alles Cooles damit machen kann. Also man muss wissen, man kann nicht überall damit laufen, also hier bei den Bahnschienen Vorsicht, weil sonst fällt man runter. Ist mir schon passiert, ich wollte es aufnehmen, ich bin runtergefallen, danach habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft. Und dann konnte ich es nicht mehr aufnehmen. Aber jetzt schauen wir uns mal alles an, wo man hier lang gehen kann. Denn ich schaff's im Moment und das ist ziemlich cool. Also, wo kann man hier lang laufen? Hier zum Beispiel sind wir hinter dieser Flaschenautomaten. Cool. So. Dann muss ich mal aufpassen, weil wenn man hier zu weit in den Laden geht, dann ist man im Laden, also ganz wehe. Deswegen muss man jetzt aufpassen, wo gehe ich lang, damit ich nicht down gehe. Okay, jetzt mal gucken. Okay, so. Hier sieht man schon alles von der Innenseite und schwebt sogar. Sehr nice. Also finde ich echt cool, dieser Glitch, der hat schon was. Und wenn man jetzt hier eben reinlaufen würde, dann hätte man im Laden spawnen. Gut, dann gehe ich jetzt mal weiter. Hier ist dann das Klamottengeschäft war ich, hier. Hier waren die Schuhe, genau. Da waren die Hüte und hier die Waffen und irgendwo müssen doch noch die T-Shirts sein. Die müssen dann dazwischen drin sein, also hier so. Gut, dann gehen wir hier mal durch und wir sind hinterm Turm. Aber trotzdem noch gefangen, weil wir können nicht weiter. Ja, das kommt einem so ein bisschen wie in Mario 64 vor, weil da konnte man ja auch durch einen Glitch die ganze Welt besichtigen, unter Wasser oder im Wasser, wie man wollte. Ja, und hier ist es genauso. Sieht echt cool aus. Gut. Und jetzt sehen wir da hinten noch was. Ah, was ist das eigentlich? Eine Luke. Ein Geheimgang. Naja, aber weiter können wir leider nicht, sonst sind wir wieder am Anfang. Dann gehen wir doch mal die andere Richtung. So. Run, Inkling, run. Kann man hier reinblicken? Ah, ist ein bisschen zu riskant. Gehen wir erstmal auf die andere Seite. Hier kann man noch in den Zugring sehen. Der wurde nicht abgeholt und wartet. Und hier ins Gras kann man auch nicht. Also lieber hier bleiben. Und dann kann man hier noch durch. Yo. Cool. Und hier muss man aufpassen, weil hier ist nur eine schmale Gasse. Ja, und dann kann man hier auch noch reinblicken. Ja, so sieht's von innen aus. Man muss sich ja vorstellen, das sind alles nur Hüllen. Und es tut nur so, als wäre es ein festes Gebäude. Finde ich echt cool. Und kann man hier hinten noch hin oder fällt man dann runter? Das weiß man halt nie. Hier ist aber ein weißer Rundturm. Probieren wir es aus. Warte, hier könnte ich doch lang.
Ja, kann ich auch. Gut, nein! Okay, aber wir haben jetzt auch alles gesehen und wer es nachmachen will, hier muss man immer dahinter springen und dann schaffe ich es auch noch wieder auf Anhieb, was geht. Naja, auf jeden Fall dahinter immer versuchen zu springen. Ich schaff's gerade. Echt cool, dass ich das die ganze Zeit schaffe und ja, wenn ihr es schaffen wollt, dann versucht's einfach auch. Genau, jetzt nochmal hier versuchen, ein wenig reinzukommen. Ja. Cool. Hinter den Kulissen. Also ich fände es ja mal witzig, wenn man ein Spiel programmieren würde, das nur aus Glitchen besteht. Sozusagen, man muss sich durchglitchen, damit man weiterkommt. Also, das hier gehört dazu, damit du jetzt weiterkommst als Inkling und dann in die nächste Mission kommst. Das fände ich mal ein cooles Spiel. Das wäre mal was anderes. So, und jetzt mal hier noch reinblicken. Was ist hier noch? Hä, hier ist ein Automat. Ach so, das ist der Automat. Okay. Und dieses Gebäude, das ist dann... Was für ein Gebäude? Ah, ah. Okay. Hier kann man also Kaffee kaufen und... Die Schrift kann ich nicht lesen, denn es ist irgendeine Schrift, die ich nicht kenne. Aber wenigstens eine Pflanze. Yeah. Okay, und was ist hier noch? Ach, ich will jetzt mal reingucken. Irgendwie habe ich Bock. Was für ein Gebäude ist das denn? Hm. Okay. Hm. Da oben habe ich anscheinend noch nie reingeblickt. Kann ich da rein? Hey, cool, ich kann da sogar rein. Okay, das ist so eine Garage. Okay. So, hier ist der Spielautomat. Und da oben drüber ist ein verstecktes Café, wo man Donuts und anderen Stuff kaufen kann. Cool. Und versteht ihr, wenn es jetzt so ein Spiel geben würde, dann könnte man sich jetzt dahin durchglitschen, um sich neue Sachen zu kaufen, um seinen Charakter zu verstärken oder sowas. Sowas fände ich einfach mal nice. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass da oben was so Cooles drin ist. Aber ja, jetzt seht ihr es durch mich oder ihr versucht es selber mal. Und wenn ich jetzt hier hingehe... So. Jetzt kann ich mich besser umsehen, genau. Cool. Steht in der Luft, aber gut. Ja, und da gibt es doch da vorne auch noch so ein Café. Können wir da eigentlich rein? Also ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht, weiß nicht, ob ihr es wisst. Da vorne, wenn der Automat mal weggeht, hier. Da ist ja auch noch ein Café. Wie kann man da rein? Müsste da ja außen rum gehen. Aber ich glaube, das geht nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass das geht. Aber wenn man hier durchgeht... Lasst uns es doch einfach mal ausprobieren. Ah, so. Wo muss ich eigentlich hin? Hier. Also nach da laufen. Okay, gut. Und weiter geht's. Run, Inkling. Nein, nein. Boah, das hat mich richtig angezogen. Cool. Okay. Yeah. Halber Inkling zum Mitnehmen.
So, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt nach da gehe, dann falle ich vielleicht runter. Ich muss es so schaffen, dass ich so an der Kante bin. Also springe ich von da nach da einfach mal. Bin ich jetzt wieder in der echten Welt. Ja. Okay, dann geht es anscheinend nicht. Aber auch witzig. Gut, ja, man kann also, wenn man von zwei Seiten springt, eine Sache überspringt, dann ist man wieder hier. Jo. Dann freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Ich fand es ganz cool. Vor allem fand ich es echt cool, dass es da oben noch was gibt. Also das habe ich echt nicht bemerkt, dass da oben echt so viel ist. Cool. Echt cool, ja. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da oder abonniert mich. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt... Ja, Splatoon ist wieder hier. Okay, dann bis dann und ciao, euer einfach nur Jonah, haut raus.